Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ganz wichtig, direkt hier am Anfang werde ich ein paar Worte zu sagen. Das ist kein Clickbait, leider wurde ich gehackt, aber im Nachhinein ist es auch vielleicht besser so gewesen. Und eine ganz, ganz wichtige Sache direkt am Anfang hier vom Video. Ich werde euch sagen, warum ich diese Messerwand bauen werde. Ich will hier nicht Gewalt verherrlichen, ganz, ganz wichtig. Ich bin einer der letzten Personen, die irgendwie Stress anfangen würde. Habe ich auch noch nie gemacht. Deswegen keep cool, oder wie sagt man? Ich werde es euch kurz erklären, wie ich gehackt wurde, warum es auch hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Werde ich da kurz sagen, weil ich denke, das ist ein Thema, da muss ich ein paar Worte zu sagen. Deswegen kommt jetzt nicht direkt die Holzbearbeitung, sondern ein paar Infos zu dem Hack. Also, derzeit mache ich eine Weiterbildung, in der es darum geht, den Online-Shop weiter nach vorne zu bringen. Werdet ihr auf YouTube hier gar nichts von bemerken, weil hier auf YouTube finden halt eben Projekte statt. Hier baue ich Dinge, hier baue ich mir einen Schrank, hier baue ich irgendwas für die Werkstatt, ein Möbel. Die Werkstatt benutze ich, um halt eben Produktbilder zu machen. Hier auf YouTube in den Videos werdet ihr von meiner Weiterbildung auch gar nichts merken. Das ist wichtig, damit ich halt eben mein Standbein ein bisschen verstärke und halt eben nicht irgendwann die Firma kaputt mache, weil ich halt eben mich nicht auf anderen Wegen noch so ein bisschen absichere. Das ist so der Grund, weswegen ich das mache. Wie kam es wahrscheinlich zu dem Hack? Also, ich habe ein Facebook-Werbekonto vor mehreren Jahren schon erstellt. 2018 war das so rum und da habe ich das einfach mal selbst ausprobiert. Habe ganz viel Geld verbrannt, habe das Konto deswegen nicht mehr benutzt und habe mich halt eben auf andere Dinge fokussiert. Ich glaube, dass der Hacker sich halt in der Zeit, wo ich das Konto nicht benutzt habe, in der Zeit hat er sich reingehackt, hat sich selbst als Admin hinzugefügt und hat mich selbst so ein bisschen rausgekickt. Alles ein bisschen komisch, ich weiß es auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall wurde ich halt gehackt. Wegen der Weiterbildung habe ich dann wieder angefangen, Werbung zu schalten, zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook, und habe dann halt eben dort eine Kampagne geschaltet. Ich habe das Ganze benutzt und habe die halt irgendwann ausgeschaltet. Nur habe ich mich dann so ein bisschen gewundert, warum von meiner Kreditkarte weiterhin Geld abgebucht wurde, und dann habe ich halt eben da mal ein bisschen recherchiert. Als ich diesen netten Herrn am Telefon hatte, bin ich in meinen Werbeanzeigenmanager gegangen, habe gesehen, dass da eine Anzeige ist, bei der schon 500 Euro ausgegeben worden sind. Und so viel hätte ich direkt am Anfang nicht als Werbebudget ausgegeben. Danach habe ich auf die Kampagne geklickt, habe gesehen, dass alles als vietnamesische Schrift bei der Beschreibung hinzugefügt wurde. Und dann habe ich hier diesen netten Herrn gesehen, der hat dieses Teil beworben, diesen Wasserschlauch. Und da wurde mir halt eben klar, das ist nicht von mir, das hat irgendjemand anderes gemacht. Also, es ist vietnamesische Werbung über mein Werbekonto mit meiner Kreditkarte geschalten worden, um halt eben hier so diesen wunderschönen Wasserschlauch zu bewerben. Ist kein Scherz, ist wirklich so gewesen. We'll be right back.
Okay, 500 Euro tun natürlich weh, tun mir auch auf jeden Fall weh. Ich konnte anrufen und dann wurde das erstmal gekappt. Das Ding ist halt eben, 100 Euro pro Tag wurde dort halt eben ausgegeben. Das war das Tagesbudget. Das ist gar nichts. Also es sind Leute auf Facebook-Werbung unterwegs, die geben halt pro Tag, sagen wir mal, 1000, 2000 Euro aus. Und deswegen bin ich heilfroh, dass ich das relativ frühzeitig gemerkt habe und dass die Ausgaben bei der Werbung nicht zum Beispiel 1000 Euro pro Tag waren. Stellt euch einfach vor, ich hätte das nach 3 Wochen festgestellt und es wären 1500 Euro pro Tag ausgegeben worden. Dann wäre es schon relativ eng in meiner Kasse gewesen und deswegen habe ich mich tatsächlich so ein bisschen aufgeregt. Aber nicht, weil ich 500 Euro ausgegeben habe oder ausgegeben wurden über mich, sondern weil es hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Das war tatsächlich der Grund, warum ich mich ein bisschen aufgeregt habe und ich mir dann gedacht habe, ich baue mir jetzt eine Messerwerfwand und dann hänge ich den drauf. So ist es tatsächlich zu diesem Video hier oder zu dieser Videoidee leider gekommen. Ich will das mit diesem Video hier für mich abhaken, Lehrgeld bezahlt, ganz viel gelernt. Aufgrund dessen habe ich jetzt bei allen Dingen irgendwie die 2-Schritt-Authentifizierung aktiviert. Kann ich euch wärmstens empfehlen oder macht das auf jeden Fall. Auf Instagram, auf YouTube, überall bei euren ganzen Konten, holt euch diese Authentifikator-App, damit ihr halt einfach diesen zweiten Code habt, weil da kann halt sehr, sehr viel Schabernack leider im Internet getrieben werden mit euren ganzen Daten. Deswegen macht die 2-Schritt-Authentifizierung bitte an, dann spart ihr euch ganz viel Ärger. Also macht die 2-Schritt-Authentifizierung auf jeden Fall an. Unser Rahmen ist fertig. Jetzt können wir hier dieses Teil montieren und das können wir erstmal jetzt hier reinlegen. Alles fertig gebaut und jetzt kann das Finish drauf kommen. Normalerweise kommt jetzt der Punkt, dass ich jetzt sage, hier, ich benutze mein eigenes Konterholz-Finish, was ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Aber ich probiere im Moment mit was Neuem rum. Das wird dann ein neues Finish sehr wahrscheinlich werden. Deswegen kann ich euch das noch nicht zeigen. Werde euch aber trotzdem mal zeigen, wie der Effekt auf dem Holz aussieht. Dauert noch ein bisschen, ich muss ja selbst noch ein bisschen experimentieren. Das Ganze ist ein Öl-Finish. Und so sieht es aus, wenn man das Ganze aufs Holz aufgibt. Da, wo kann ich mitwerfen? Bäm! Aufs erste Anhieb. Das Projekt ist fertig. Und was habe ich dabei gelernt? Ich kann nicht gut mit irgendwelchen Gegenständen auf eine Holzwand werfen. Bin ich nicht so gut drin. Und wie gesagt, ich will es an der Stelle noch mal kurz erwähnen. Nehmt es mit ein bisschen Humor. Gewalt ist natürlich keine Lösung, um Gottes Willen. Dass man das allein sagen muss, ist eigentlich schon schlimm genug. Ich bin der Letzte, der irgendwie, ne, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, deswegen will ich mich jetzt hier nicht noch mal irgendwie versabbeln. Das Projekt ist ganz cool geworden. Was wird daraus jetzt wahrscheinlich werden? Vielleicht eine Dartscheibe oder vielleicht wirklich, um mit Dart so ein bisschen Zielen zu üben. Da kann man sich irgendeinen Punkt auf die Pinnwand machen und kann halt eben mit einem Dart irgendwo gezielt hinwerfen oder. Gottes Wille, das war so ein kleines Fun-Projekt, damit ich mit der ganzen Sache so ein bisschen abschließen konnte. Ich wollte es irgendwie auf eine witzige Art und Weise, wenn man so nehmen kann, nehmt jedes andere Wort, wie ihr möchtet, wollte ich da halt eben mit abschließen und ich denke, es ist ganz schick geworden. Das Lindenholz sieht sehr, sehr schön aus an dem Schneidebrett, was jetzt an der Wand quasi hängt. Und genau,
Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch irgendwie mal ein bisschen Huddel mit eurem Konto im Internet hattet, weil mittlerweile ist das ja echt abgefahren, was für Schund damit getrieben werden kann. Wenn du weitere Videos sehen möchtest, in denen es auch auf jeden Fall nicht um solche blöden Themen geht, dann kann ich dir diese beiden empfehlen. Klick dich da gerne mal durch. Geht so um ein bisschen Holzbearbeitung, wenn man es vielleicht meinen könnte. Und das soll es hier heute gewesen sein. Wie gesagt, nehmt das hier mit ein bisschen Humor, wie ich es auch genommen habe, als meine Kohle schön davon gegangen ist. Und das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Tschüss.